ein ganz fieser Elektrozaun. Warum füttert er ihn mit Erdnussbutter? Lecker! Ich glaube, der will, dass wir ihn anfassen. Was passiert, wenn wir ihn anfassen? Das werden wir gleich rausfinden. Nein, Frau Tickewiggel, stopp! Ach, ich bin schon 4,5 Jahre alt. Ich will noch was erleben, bevor ich den Löffel abgebe. Schaut weg! Leute, ich habe eine Idee. Wisst ihr noch, was Papa immer zu uns gesagt hat? Geht niemals in McGregors Garten. Oh. Ja, aber was hat er uns noch gesagt? Elektrisiert niemals eine Igeldame. Vielleicht hatte Papa mit den anderen Dingen auch recht, die er uns gesagt hat. Oh ja, wie Schweinen steht Lippenstift nicht gut. Nein, 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 das ist Lippenbalsam. Mit Kirschgeschmack. Sieht vielleicht aus wie Lippenstift, ist aber Lippenbalsam. Ja, 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 schon gut. Und er hat auch immer gesagt, keiner ist schlauer als ein Fuchs, also trickst ihn mit seiner eigenen Schlauheit aus. Oh, jetzt hören Sie schon auf, Frau Tickewiggel, es reicht. Oh. Zweiflügeliger, fliegender Vogel. Gleich geht's los. Und schnapp. Und schnapp. Und schnapp. Und schnapp. 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 I've been up, I've been down, I've always got schnapp, 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 schnapp. Was ist da passiert? McGregor hin. Du hast es mal wieder geschafft, Peter. Ich guck besser mal nach. Ja, ich will sein Hirn. Der ist hin. Also wenn Geschichte sich wiederholt, dann kommt jetzt gleich der Eiswagen mit den Blinklichtern. Tut mir leid.